YouTube, herzlich willkommen hier bei Gameplay the Game und wir spielen heute wieder mal ein neues Spiel. Diesmal wieder mal nach langer Zeit ein neues Let's Test, weil in letzter Zeit sehr, sehr wenige Spiele rauskamen, das ist klar. Das ist jetzt die Winterpause und Sommerpause wird ja auch noch im Sommer wieder folgen. Es heißt Revenge, das ist jetzt nicht neu. Es ist im Oktober bereits erschienen, am 17. Oktober, aber es hat nicht gerade viele Mitspieler. Gerade herrscht gratis Wochenende bei Steam, das heißt, ihr könnt euch dieses Spiel, egal wo, bei Steam gratis downloaden. Der Entwickler ist Two Dawn Studios, genauso wie der Publisher. Nicht gerade bekannt, kostet normalerweise 10 Euro, glaube ich. Jetzt ist es im Angebot 66%, sprich 3 Euro kostet es jetzt noch. Das Problem, was dieses Spiel einfach hat, es hat nicht viele Spieler und die Spieler, die es hat, begehen einfach mal gar kein Teamplay. So sind wir zum Beispiel hier im Squad mit zwei Typen. Ich habe hier gerade wieder einen gekillt. Bin ganz gut dabei mit 3:1 und einer Flagge. Bin hier Dritter. Also es ist nicht leicht zu... es ist nicht schwer zu erlernen. Relativ leicht. Man muss eigentlich nicht viel machen. Die Schlachtfelder sind zwar groß, aber wie ihr seht, sind wir hier auf dem Server gerade mal 15 Spieler. Das ist verdammt wenig. Zack. Wieder eingekriegt. Wow, von wo? CC bremst nicht so lange. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen was attackieren. Ja, gerade wo ich rausschalten wollte, wurde ich erschossen. Das ist auch noch so ein Nachteil am Panzer, was ich nicht so gut finde. Dass man keine 360 Grad Ansicht hat. Sondern halt nur die beschränkte 180, die Waffe. XP speichert jetzt erst 17. Ab 500 kriegt man hier die Schrotflinte als Breitwaffe. Jetzt habe ich hier nur so einen Lötkolben. Granate kriegt man ab 1000, was ich schon ein bisschen heftig finde. Teilweise bei 1000 hier. Wer ist hier? Ihr seht es wieder. Es gibt 1000 Squads, aber irgendwie sind welche in diesem Squads drin. Man kann hier switchen ohne Ende. Name weiß ich auch noch nicht, wie man den einstellen kann. Ich habe jetzt einfach mal so gelassen und angefangen zu spielen. Besonders schön sieht das Spiel nicht aus. Also wer hier ein super schönes Spiel erwartet, da gibt es durchaus Free-to-Play-Games, die sehen sogar besser aus. Verzeiht es mir bitte, dass ich bisher noch kein Heli geflogen bin in dem Spiel. Naja, gute Idee war es jetzt nicht. Aber wir steigen ja gleich wieder ein. Also bei Planetside beispielsweise gibt es durchaus bessere Grafik. Man kann hier Fahrzeuge wählen. Es gibt hier so einen kleinen Buggy. Da gibt es noch so ein Dreirad, sage ich jetzt mal. Ja, so ein Motorrad mit hinten zwei Rädern ist das. Den Panzer und diverse Autos. Ja, man kann einen Boost aktivieren, wie ich den gerade hier mache. Seht ihr, wenn die Kamera so ein bisschen rausfährt beim Fahren, man kann hier auch ranzoomen. Es kann noch ein zweiter Mitfahrer hier bei diesem Auto jetzt spezifisch dabei sein. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn ich so auf den Panzer schieße. Nie probiert. Ja, es ist kein Panzer, es ist einfach nur so ein Truppenfahrzeug. Oh, wir haben Rotblinken. Kriegt auch nicht. Rotblinkend, also ihr seht schon sowas ähnliches wie ein Bloody Screen. Gibt es auch. Ob das jetzt wirklich besonders gut ist, werde ich nachher noch was zu erzählen. Wunderbar, hier gleich ein Panzer von meinem Navier gespawnt. Ohne Fahrzeuge kommt das Spiel eigentlich quasi gar nicht aus.
Also es basiert schon sehr stark auf den Fahrzeugen und alles drumherum. Wenn man im Fahrzeug sitzt, kann man auch nicht durch F1 oder 1, 2, 3 oder so drücken, die Position wechseln, was ich schade finde. Und ja, da bin ich vom Felsen gefahren, was ein bisschen doof war, aber naja. Im Panzer gibt es übrigens keinen Boost. Das heißt, ich würde hier, glaube ich, nicht drüber kommen. Ich muss hier die gucken. Schafft er es? Wie hat er das denn gemacht? Scheiß drauf, wir nehmen hier die Umgehung hier oben hoch bei den Containern. Was ich euch auch sagen kann, es werden Gewinnspiele weitere Folgen. Könnt euch auf was richtig Dickes gefasst machen. Also wir haben Preise im Gesamtwert von über 350 Euro. Eigentlich sogar fast 500 schon. Ja, könnt ihr richtig krasse Sachen gewinnen. Unter anderem gibt es Spiele im Wert von 50 Euro, 100 Euro Gutscheine bei diversen Jobs, T-Shirts, Filme, CDs, DVDs, also wie gesagt Filme. Dann noch abstrakte Fanpakete, so wo ein Schal drin ist und sowas alles. Sehr cool. Und wir probieren jetzt hier mal diesen Kanister da zu stehlen. Leider habe ich Tab gedrückt, während ich Shift gedrückt habe. Und so hat sich Steam geöffnet statt diese wunderschöne Playerliste, die auch hässlich aussieht und man schon besser gesehen hat. Der stiehlt gerade schon Benzin oder so. Ne, ich muss hier hoch, um Benzin zu stehlen oder so. Aber wo das glaube ich blinkt. Ne, hier ist stiehlt gerade Teammitglied ein wenig Benzin. Ich habe gerade irgendwas gehört. Was von uns? Von uns ist da auf jeden Fall noch ein Panzer. Es ist zeitweise sehr langweilig, muss ich auch sagen, sehr monoton hier das Spiel. Man fährt eigentlich nur rum und wird gekriegt. Bam. Explosionen sahen auch schon mal deutlich besser aus. Vor allen Dingen, da ist hier kein Free-to-Play. Jetzt ist auch noch cool. Man kann Messer werfen, die Anzahl ist rechts unten. Also jetzt habe ich noch 9 Messer zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob das nach Leben geht. Nahkampfwaffe ist jetzt Half-Life-mäßig so ein schönes Brecheisen. Ihr seht die Texturen und die Effekte sind wirklich schön. Das Spiel ist auch sehr lastig, also es hat sehr hohe Anforderungen, finde ich, für eine kleine Gegenleistung. 10, 9, 8, 7, und doch noch mal mehr. 5, 4, 3, 2, 1. Da was? Ja, okay. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet bei Steam Victory. Ich denke mal, weil wir das Spiel gewonnen haben. Erstes gewonnene Spiel und ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns gleich bei der Analyse oder genaueren Bewertung nochmal. Wir sind jetzt hier wieder zurück bei der Bewertung und zwar habe ich für die Preis-Leistung nur 2 Sterne vergeben, weil das Spiel meiner Meinung nach zu teuer ist für dem, was es bietet. Für 3,33 €, wenn es im Angebot ist, kann man es sich kaufen. Aber für 10 Euro ist es absolut überteuert. Für 10 Euro würde ich auch nur 1 Stern geben. Die Grafik habe ich mal bei 2 Sternen belassen. Die ist nicht allzu schön schlecht. Na, es geht. Also ist es am Rande noch. Langzeitmotivation sehe ich nicht. Und Spielspaß auch eher nicht. Außer wenn ich vielleicht zu zweit oder zu mehreren seid, die das Spiel wirklich zusammenzocken. Also alleine macht es nicht wirklich Spaß. Realismus ist mal gar nicht gegeben, okay, muss es auch nicht bei dem Spiel.
Konzept ist zwar gut, dass man mit Fahrzeugen hier über die Map fahren soll und sich gegenseitig bekämpfen soll, allerdings macht das nicht gerade bei 15 Spielern so viel Spaß, da man sich eher bei so großen Maps überhaupt nicht trifft und ja, Innovation ist auch nicht gerade viel Neues, alles schon mal da gewesen, beispielsweise Battlefield, was ja noch früher erschienen ist, ein Jahr früher konnte man auch schon mit Fahrzeugen fahren und waren jetzt drei, natürlich gibt es auch schon vorher eine Battlefield-Reihe Fahrzeuge, aber naja, gesamt habe ich jetzt nur 1,5 Sterne vergeben, ich würde es mir nicht holen, ich persönlich rate davon ab, nur wenn ihr das Spiel wirklich mögt und das Video euch gefallen hat. Oder wenn ihr einen Freund habt, mit dem ihr es wirklich zocken könntet, wenn nicht alleine. Absolute Empfehlung, nicht das Spiel zu kaufen, weil es sich einfach nicht lohnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Viel Spaß noch. Ciao.